BKA. Das Kürzel steht in unserer Stadt vor allem für Berliner Kabarettanstalt. Geöffnet und bespielt an fast 365 Tagen im Jahr. 2018 ist ein besonderer Jahrgang. Das 30-jährige Gründungsjubiläum in Kreuzberg am Mehringdamm wird gefeiert. Mit Festspielen. Und mein Kollege Arndt Breitfeld kann sicher sagen, warum das BKA-Theater so erfolgreich ist. Also ich glaube, es muss irgendetwas mit dem Programm zu tun haben, mit der guten Mischung. Also es gibt Kleinkunst, es gibt Kabarett, es gibt Konzerte, es gibt Theater. Also wirklich jede Menge mit dabei. Und heute gibt es eine große Silvestershow mit Edith Schröder alias Adis Zalbe. Klaus Lederer ist auch dabei alias Kultursenator, allerdings im Publikum. Und Edith Schröder ist ja eigentlich Neuköllnerin. Fühlt die sich trotzdem hier in Kreuzberg im BKA wohl? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch nicht so weit. Und ich habe ja einen Dauereinreiseantrag hier und kann also immer herkommen. Ich fühle mich ja sehr wohl. Herr Lederer, was macht das BKA-Theater für Sie besonders? Ja, hier ist so diese Kleinkunst, dieser Charme, der diese Stadt so unfassbar attraktiv macht. Nicht nur die großen Einrichtungen, sondern gerade hier. Also hier sind Leute groß geworden, die mal klein angefangen haben, großartig. Wir sprechen gleich weiter, denn besonders ist ja auch, dass dieser Ort hier so speziell ist. Hier wurde nämlich früher getanzt. Mit der Disco-Dachluke war es 1988 vorbei. Im April vor 30 Jahren zog hier oben dann das neue BKA-Theater mit besonderem Anspruch ein. Es ist eigentlich eine bunte Mischung. Es sind sowohl tagespolitische Dinge drin, als auch ein bisschen Show. Das heißt, ich muss mal Gassi gehen. Helge Schneider, Cora Frost. Die Blume der Nacht. Tim Fischer. Wenn es dunkel wird in Alabama. Viele Karrieren standen hier noch am Anfang, auch die von Michael Mittermeier. Der mieseste Zuschauer wird gewählt, es wird Geld geworfen. Früher gab es auch mal Zelte als Zweitspielplätze, auch am Palast der Republik zum Beispiel. Doch längst konzentriert sich das BKA-Theater nur noch, aber mit Hingabe und erfolgreich, auf den Mehringdamm 34. Und jetzt ist auch noch jemand dazugekommen, Rainer Robert. Hier ist natürlich auch noch Jurassica Parker, kennen Sie natürlich auch, aber Rainer Robert hat das Ganze damals mitbegründet. Haben Sie damals gedacht, das wird 30 Jahre oder noch länger halten? Ich glaube, wenn man 30 Jahre alt ist, denkt man nicht so darüber nach, was man in 30 Jahren machen will. Aber ich freue mich, dass es so ist. Wer gut rechnen kann, weiß jetzt natürlich, wie alt Sie sind. Dieses Geheimnis haben Sie verraten. Und verraten Sie uns noch ein Geheimnis. Es gibt nämlich eine große Sause am 30.04. Also das ist jetzt praktisch der Neujahrsempfang, aber es wird am 30.04. nochmal was geben. Was ist das? Am 30.04. ist das Gründungsdatum tatsächlich vor 30 Jahren. Und an diesem Abend machen wir eine Mix-Show, eine Art Revue mit den BKA All-Stars, unter anderem Adis Zabel & Company und ganz vielen anderen, zum freien Eintritt und mit anschließendem Tanz in den Mai. Und reservieren Sie Ihre Karten jetzt. Genau, jetzt muss man sich schon beeilen und Sie sind auf jeden Fall dabei. Und Sie auch, kommen Sie auch, Herr Lederer, ganz kurz. Ich komme, klar, logisch. Da ist schon die Zusage und Sie können sich tatsächlich auch einfach melden. Und in RBB aktuell melden wir uns nachher nochmal mit noch viel mehr Impressionen dieser großartigen Silvester-Neujahrsshow, die hier gleich stattfindet. Dankeschön an Arndt.